Ich wünsche dir einen wunderschönen 23. Dezember. Morgen ist endlich der große Tag für Familie, Freunde, Geschenke und gutes Essen. Damit alles reibungslos klappt, gibt es noch viel zu tun. Die letzten Handgriffe und Vorbereitungen müssen erledigt werden. Ich hoffe, du hast bereits alle Geschenke eingepackt, die Tafel gedeckt und alles eingekauft, was du über die Feiertage brauchst. Diejenigen von uns, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die organisieren, fürsorgend und vorausschauend handeln, sind besonders anfällig für Stress. Nicht selten neigen wir zum Perfektionismus, verbunden mit Erschöpfung bis zur Selbstaufgabe, damit alles klappt. Die heutige Affirmation soll dich daran erinnern, dass du alles schaffen und an dich glauben kannst. Vergiss niemals, welche Bedeutung du für andere Menschen hast und wie wertvoll du bist. Wenn du häufig grübelst und immer wieder in Gedankenspiralen gerätst, dann ist die Entspannungsübung heute vielleicht die richtige für dich. Grübeln bringt uns kein bisschen weiter, sondern hält uns gefangen in Gedankenkreisläufen. Wir denken immer über das Gleiche nach, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Wie du diesen Kreislauf unterbrechen kannst, das zeige ich dir gleich. Affirmation des Tages. Ich habe die Kraft, die Stärke und das Wissen, alle Herausforderungen in meinem Leben zu bewältigen. Entspannungsübung Nummer 23. Mein Grübelplatz. Ständiges Grübeln um die immer gleichen Probleme bringen nichts. Man kommt nicht weiter und selten zu einer gescheiten Lösung. Im Gegenteil. Wir bleiben in den immer selben Gedankenspiralen hängen. Unser Potenzial für Kreativität und Lösungen wird so blockiert. Aus diesem Grunde ist es wichtig, den nötigen Abstand zu unseren Gedanken herzustellen. Gestatte dir von nun an das Grübeln nur noch an einem bestimmten Platz in deiner Wohnung. Dieser Platz sollte nicht zu gemütlich sein, damit du nicht allzu lange dort verweilst. Wie wäre es mit einem Küchenstuhl? Auf keinen Fall ist dein Bett oder das Sofa ein passender Platz dafür. Ein weiterer wichtiger Punkt bei dieser Übung ist es, dass du nur zu einer bestimmten Uhrzeit an deinem Grübelplatz bist. Verabrede dich also jeden Tag zu einer festgelegten Uhrzeit mit dir selbst an deinem Grübelplatz. Beispiel: Ich erlaube mir jeden Tag um 15 Uhr an meinem Küchentisch für 30 Minuten über mein Problem XY zu grübeln. Solltest du öfter in die Grübelfalle tapsen, so sage dir diesen Satz einfach immer wieder vor dich hin. Und verschiebe deine Grübelei auf deine festgelegte Zeit. So unterbrichst du den Gedankenfluss und stellst deinen Überlegungen einen vernünftigen Raum und eine passende Zeit zur Verfügung. Die restliche Zeit des Tages nutzt du für wichtige Dinge, welche dir Spaß bringen. Das war's für heute. Genieße deinen Tag und bleibe fröhlich. Namaste.